Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Im Namen Allahs, des Allerbarmes, des Barmherzigen. Assalamu alaikum, der Friede sei mit euch. Ich möchte euch jetzt das erste Video zum Thema Depression vorstellen. Das habe ich aufgenommen bei einem Seminar, das ich gehalten habe. Da geht es mehr um die psychologischen Grundlagen. Was wollt ihr gern wissen? Welche Themen sollte ein zweites Video beinhalten? Ich bin da auf eure Unterstützung angewiesen. Schreibt das deswegen einfach hier unten im Kommentarbereich. Ich bin gespannt auf eure Zusätze und eure Meinungen. Und bis dahin erstmal viel Spaß mit dem Video. Es ist besser zu sprechen von Menschen mit Depression, statt von Depressiven zu sprechen. Besser zu sagen, statt das sind Schizophrene, Mensch mit Schizophrenie. Das ist einfach wertschätzender und weniger stigmatisierend, das heißt weniger verletzend. Die Person hat nicht nur diese Störung. Du sagst ja auch nicht, also es ist auch nicht in Ordnung, jemanden nur als Herzkranken besser zu bezeichnen. Das hat ja noch viel mehr, macht diesen Menschen aus. Deswegen sollten wir auch wertschätzender mit den Menschen umgehen und das tatsächlich auch so mit den Klienten formulieren. Wenn die das von euch dann spüren, merkt ihr, okay, hey, der nimmt mich ernst. Der ist anders als andere, die mir da immer noch sagen, ja, ich bin so depressiv und das und das. Und das hilft auch, wenn jemand selber in dieser Falle drin steckt, sich nur so zu betrachten, dass man dem ein anderes Betrachtungsmodell seiner Störung auch anbietet. Das heißt, er sieht sich selber in der Depression und hat gesagt, nein, es gibt noch mehr von dir. Das ist ein Teil von dir, ja, aber es gibt noch weitaus mehr. Die Kriterien einer Depression, und das war ja die Frage, ob nicht alle irgendwie depressiv sind. Ich glaube, das war heute oder gestern kam das. Sind zwei Hauptsymptome aus diesem roten Kreis und zusätzlich noch zwei Nebensymptome aus dem blauen Bereich. Das heißt, und das über mindestens 2 Wochen lang, an den meisten Tagen. Das heißt, wenn jemand Verlust von Interesse und Freude hat und gleichzeitig verminderten Antrieb, ich finde hier den, ich weiß, es ist eine Doppelung, ne? Man hat Depression, wenn man depressive Stimmung hat. Es ist aber tatsächlich auch so in den Leitlinien beschrieben. Wenn man das hat, reicht das noch nicht aus, um eine Depression zu diagnostizieren. Man muss zusätzlich noch 2 Sachen haben, wie verminderte Konzentration und Aufmerksamkeit, vermindertes Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen. Wenn er zum Beispiel nur vermindertes Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen hat und Verlust von Freude und verminderten Antrieb, kann man noch nicht von der Depression sprechen. So, das ist halt wichtig. Irgendwas im Internet sieht dann so, ja, stimmt hier, Verlust von Interesse und Freude, ja, ich habe eine Depression. Oder der und der hat das. Nein, das ist ganz, da haben sich mehrere Wissenschaftler treffen sich dafür. Es gibt die Diagnosesysteme ICD-10, das ist International Classification of Disorders, das ist für alle Störungen von der Weltgesundheitsorganisation. Da gibt es auch körperliche Erkrankungen und da ist unter den F-Diagnosen, das heißt, wenn ihr einfach mal verschiedene Diagnosen euch angucken könnt, unter der F-Diagnose die psychischen Störungen. Und da stehen die ganzen Diagnosen auch noch mal drin mit den Kriterien. Und der Zeitfaktor ist sehr wichtig, bei jeder psychischen Störung ist er unterschiedlich, ab wann man davon sprechen darf. Bei Depressionen nach 2 Wochen, bei anderen Störungen entsprechend länger. So, das sind 4 Formen, wo Depression eine Rolle spielen kann. Wir sehen hier ganz oben, die typische depressive Episode. Da sagt man, das ist eine unipolare Depression, unipolar wegen einmal. Ihr seht hier, es geht langsam runter, die Stimmung, irgendwann bis es den Maximum unten erreicht hat und geht dann wieder hoch. Und das hat der Mensch nur einmal im Leben und kommt nie wieder. Das heißt, man kann einmal eine Depression erhalten und die kommt nie wieder. Dann gibt es die rezidivierende, also die wiederkehrende Depression. Das heißt, jemand hat das mindestens 2 Wochen lang, dann geht es wieder weg. Es kann auch 6 Monate diese Phase dauern, es kann auch 1 Jahr dauern. Dann hört sie aber irgendwann auf. Sie geht von alleine weg, gewissermaßen. Kommt dann aber wieder. Möglicherweise noch stärker. Das Ding ist also, wenn möglicherweise jemand hier ist und macht irgendetwas, was auch immer. Ich habe jetzt, ich weiß nicht, also irgendwas Verrücktes. Ich habe das und das gemacht. Ich esse jetzt immer Weintrauben
so zum Beispiel, ist jetzt nichts Verrücktes, ist es auch gut für die Gesundheit, alhamdulillah. So, sagt er, jetzt meine Depression weg, ist alle Weintrauben. So, kann auch einfach damit zusammenhängen, dass er in seinem Maximum war und das automatisch weggegangen wird. Deswegen sind wissenschaftliche Untersuchungen notwendig, wo ganz genau Kontrollstudien gemacht werden. Man nimmt dann eine Gruppe, zum Beispiel 100 Leute, die Depression haben, und dann behandelt man nur ein Drittel mit der einen Methode, ein Drittel mit der anderen Methode, die andere, das andere behandelt man gar nicht. Und dann vergleicht man mit der Gruppe, die gar nicht behandelt wurde. Nur wenn die Methode oder das Medikament besser ist als wie heißt nochmal die Gruppe, die gar nicht behandelt wurde, dann wird das aufgenommen für Behandlungszwecke. So, das ist hier Dysthymia, wovon ich gesprochen habe. Ihr seht nicht ganz so ein tiefer Ausfall. Es gibt auch hier kleine Schwankungen, aber größtenteils halt durchgehend negativ. Das könnt ihr auch 10, 20 Jahre lang durchgehend haben. Und noch länger, also einfach das ganze Leben. Genau. Und dann gibt es die bipolare affektive Störung. Das heißt, es wechseln sich Phasen ab von sehr starker, tiefer Niedergeschlagenheit, Depression, dann wird es normal und dann geht es ins andere Extrem. Auf einmal müsst ihr noch 2-3 Stunden schlafen. Die Leute, sie werden dann auf einmal auch zum Teil nicht mehr zurechnungsfähig. Die haben dann, Sexualverkehr mit wechselnden Partnern. Die geben auf einmal, kaufen die sich einen Porsche, obwohl die das Geld nicht haben. Nehmen sich Kredit auf. Also das ist wirklich das Gehirn, übertreibt in dem Moment sehr extrem. Ne, das geht darum, weil diese Hormonstruktur ist sehr gestört. Wir hatten dieses eine Beispiel mit dem Hypophysentumor, also dem Tumor im Gehirn, im Thalamus. Und da haben wir auch gesehen, wenn die Chemie durcheinander ist, auf einmal will man sehr viel essen und in 2 Jahren nimmt man 60 Kilogramm zum Beispiel, das kann man 60 Kilogramm zu. Entsprechend, wenn man diese Störung hat, kann man auch sich sowas bescheinigen lassen, dass man nicht geschäftsfähig ist. Das heißt, dass man eben nicht Geschäfte abschließen darf, um sich selber zu schützen. Das heißt, genau, also das kann auch passieren. Ne? Wenn ihr also hört, okay, jemand hat Phasen, von wo es ihm gar nicht schlecht geht und auf einmal Phasen, wo ganz gut und der vielleicht Sachen macht, die eigentlich gar nicht zu ihm passen. Vielleicht auch ganz unislamische Sachen. Leute konsumieren in der Phase sehr viel Drogen und andere Aspekte. Dann könnte das ein Hinweis sein und sagt, okay, lieber Bruder, liebe Schwester, prüft das bitte nochmal medizinisch. Ne? Neben den anderen islamischen Punkten, ob das jetzt Jinn, ob das jetzt oder was auch immer, also prüft bitte auch der Medizin.